heutigen Video spielen wir Cradlife 4. Das ist ein relativ bekanntes Minecraft-Modpack mit dem lieben Tobi rechts neben mir. Den kennt ihr noch nicht, den kenne ich, ihr nicht. Ihr bekommt auch natürlich den Link zum wunderbaren Tobi in der Beschreibung. Zu Videos zu Cradlife 4, vielleicht packe ich es rein, vielleicht bin ich zu faul. Das seht ihr dann. Eigentlich war ich der Typ Mensch, der mehr Minecraft bringt als anderes. Aber seitdem ich angefangen habe mit Fernbus, ich weiß nicht warum, es läuft einfach krank. Was ich es klingt komisch, manchmal das zu sagen, aber ich schaue mir die Folgen ja sogar selber an. Ich meine, abgesehen vom Editieren. Und finde ich übel lustig. Manche verstehen diesen Gag nicht mit den Taxis, aber ist schon. Weil ich ihn selber gemacht habe. Ja. Gut. Ah, du hast schon ein Crafting Table, sehr schön. Give me the Stein Pulse. Gut, dann kannst du mir gerade mal Stein zuwerfen, dann mache ich schnell Pickaxe und so. So, ihr seht auch schon, wir haben Just Enough Items mit unter Start. Ja, muss. Das wird dann wieder laufen hier. So, und tja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ist ein mega geiles Modpack. Ja, ich habe von dem Modpack noch nie gehört, also ich werde es sehen. Bin quasi wie deine Zuschauer, noch nie was gehört, noch nie was gemacht hat. Aber es sieht viel aus mit 17 Seiten Items. Ja, ist ganz okay. Wenn du mal unten in die Suche eingibst, @create müsste es sein. @create. Ja, ach du Heilige. Es sind die 13 Seiten Create Mod. Das ist alles und alles andere baut darauf auf. Mhm. So, und du siehst da als erstes die Schematic Cannon. Mhm. Die wird noch geil, aber die wird erst deutlich später, weil wenn du mal drauf schaust, wobei so teuer ist die gar nicht. Das geht aber eigentlich. Wir werden am Anfang vor allem mal auf einen Bohrer gehen. Oha. Und da siehst du, vielleicht finde ihn gerade nicht sofort, da unten ist er, der heißt Mechanical Drill. Dafür brauchen wir Eisen, Andesite Alloys. Andesite Alloys machst du mit Iron Nuggets und Andesite. Und das Ganze packen wir mit Linear Chassis, Kleber und so alles zusammen. Und dann haben wir so einen gigantischen Bohrer, der uns in der Mine alle möglichen an Materialien ranbringt. Also den kannst du dann auch im Nether aufbauen und so. Und der macht quasi unsere Minenarbeit dann. Das hört sich interessant an. Für die Leute, die mich kennen, ich bin mit Redstone schon immer gegen die Wand gefahren, deswegen wird das hier lustig. Das hat zum Glück nicht so viel mit Redstone zu tun. Ja, besser ist es. Alter, hier drunten ist der laut. Das finde ich ja richtig geil, die Sounds. Ja. So. So, ich schreibe mir dann einmal ganz kurz raus. Ich würde gerade da unten bleiben. Okay, weil ja, hier spawnen jetzt nicht so viele Schafe. Und ich schreibe mir gerade mal auf, was wir alles so brauchen. Und hast du den Crafting Table dabei? Ja, ich habe den Crafting Table dabei. Heimchen. Ja, während du es aufschreibst, mache ich natürlich auch einen Cut. Ich werde es hauptsächlich machen, farmen, das ist eh nicht interessant. Ihr kriegt dann wieder den interessanten Teil mit, keine Sorge. Braucht nicht Angst haben. Boah, Alter. Erschreckt mich hier so ein dämlicher Enderman. Ich krieg die Krise, Alter. Ich bin nämlich gerade an die Oberfläche gegangen, um ein bisschen Holz zu holen. Mhm. Und es spawnt einfach neben mir ein Ender Dragon. Alter, was ist denn los, Enderman? Und, Alter, ist doch gut. Beruhigt mich. Aber weil es regnet und die natürlich kein Wasser mögen, rastet er die ganze Zeit aus. Ich bin gerade genüsslich am Holz aufbauen und der macht erstmal Krach hier neben mir. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alter, was war das denn? Das gehört? Und wir brauchen Wasser. Wasser? Oh ja. Ja gut, kannst Wasser du ganz kurz Stein reinlegen in den Crafting Table? Ja. Gut, Wasser haben wir ja, das dürfte kein Problem sein. Das heißt, ich google ganz schnell, auf welche Höhe man am besten. Okay. Es gibt da keine perfekte Höhe für. Das finde ich sehr gut. Heißt, wir gehen jetzt einfach irgendwo runter oder lassen es bleiben. Mein Vorschlag ist, wir gucken erstmal raus, dass wir
Essen uns holen? Ja, das kannst du gerade machen. Das wäre cool, ja, wenn du es tun würdest. Alright. Dann mache ich hier drin schnell noch so ein bisschen Basic Stuff. So Ofen und so. Alright, gut, dann hole ich mal Essen. Soll ich. Ich glaube am besten ist Fische, weil die kriegt man easy. Fischies! Ja. Ich springe ins Wasser und sehe nicht einen Fisch, nicht mal einen Tintenfisch. Ich sehe einen Zombie. Ja, wow. Impressive, was ist das denn? Ist einfach ich unter Wasser ein Wasserfall. So, ja, für die Zuschauer bei mir. Falls ihr euch wundert, was ich jetzt mache, ich hole jetzt Essen, weil wir werden jetzt viel unter Wasser sein. Ich nehme mein Handy hier alle, ich glaube, für einen Scheinfall. Wir werden jetzt viel unterirdisch sein, um verschiedenste Items zu bekommen. Deswegen ich mir jetzt ein bisschen die Mission vorgenommen habe, jetzt ein bisschen Essen zu besorgen. Gucken wir auf dem Weg drauf gehen. Oh, das ist eine Esch. Aua, aua. Oh mein Gott. Ist doch nicht so, dass wir fast tot, oder? Ja, guck's dir an, Alter. Die gehen alle drauf wie nix. Alle gehen sie hier drauf wie nix. So muss das sein. Vor allem, es regnet einfach seitdem ich den Cut gesetzt habe. Das ist unglaublich hier. Oh, wunderbar. Nicht gestorben. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Das ist schon mal ganz gut. Und wenn's nichts. Und wenn du doch mal stirbst, bekomme ich's ja mit. Wow. Ja, gut. Solange das jetzt erstmal nicht passiert, bin ich happy. Es wäre ein bisschen früh im Projekt, da ich jetzt schon drauf gehe. Aber gut, ich war eben erst bei einem Herz, also bin auf einem guten Weg. Ja, ja, das passt so. Mich hat fast eine Schlange umgebracht. Eisen! Eisen! Jetzt schon, eieiei. Ich habe schon mal auf jeden Fall ein bisschen Essen. Ich habe jetzt 6 Raw Duck und 1 rohen Lachs. Hä? Ich hab doch mehr Fische gekillt. Okay, Kuss geht raus. Mann, Mann, Mann. Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, zuerst die schlechte. Bei uns ist direkt ein unterirdischer See. Ja gut, das hört sich gut an. Gut, ich schwimme hier die ganze Zeit und suche. Wir haben Wasser, heißt aber, ich kann hier nicht weiter graben, heißt ich muss eine andere Mine anfangen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin, Alter. Ich bin auf einer ganz anderen Seite der Welt. Ach ja, die Minimap. Ich bin jetzt schon einmal durch die, Oh, hier ist ein Eisbiom. Sind wir am Nordpol hier? Oder Südpol, wahlweise. Mach mal Waypoint und, schick. Ja, Mann. Create Waypoint. Share Waypoint im Chat. Da. Hey! Achso. Da kann ich halt hier beworfen, aber dabei unterbricht einfach nur das Eis unter mir. Irgendwo hier Igloos? Eigentlich müssen hier Igloos sein. Können wir geil looten. Die haben nämlich immer Sachen daran. Oh, da bin ich schnell. Deswegen soll ich gar nicht so sprinten die ganze Zeit. Was bin ich denn, ein Idiot? Kennst du L-Craft? Oder L... Ja, Real Life Craft kenne ich. Ja. Was? Schon gespielt? Nee. Schon. Aber ich hab's fest vor. Hast du es schon mal gemacht? Ja, ist übelst kompliziert. Aber macht übelst Laune, wenn man es versteht. Jemand dabei hat, der nicht die ganze Zeit sich darüber aufregt, dass man Holz nicht mit der Hand abbauen kann. Hattest du einen dabei? Ja, ich hab's aufgenommen, aber wie man auf meinem Kanal sieht, die Folge kam nie online. Weil es einfach. Heißt, es war so geil nicht. Nee, also, es ist einfach, du brauchst ultra lange, um reinzukommen. Und gerade wenn man so jemand ist wie ich, der diese komplexen Sachen dann ein bisschen braucht zu verstehen, ist es nicht so optimal. Oh, hier ist eine Schlucht, oder? Nee. Zinkerz brauchen wir doch auch, ne? Ah, Zinkerz kann ich mit Holz nicht abbauen. Zinkerz, ja, dann macht ihr doch schnell eine Steinspitzhacke, weil Zink ist wirklich sehr, sehr gut. Das stimmt, aber das baut sich übel langsam ab. Gucken wir mal, ob das stimmt. Hier oben steht nämlich Spitzhacke X. Ich brauche eine Eisenspitzhacke, um das abzubauen, aber hier ist richtig viel. Dann mach einen Waypoint auf jeden Fall mal hin. Ja, schick den auch mal rein. Why not? Dann hole ich mal meinen Ofen an und brate mir mal die paar Enten hier. Kann ich wieder rennen? Ja, es kann es doch nicht sein. Du läufst sonst immer gegen irgendein Andesit-Diorit oder irgendein. Ich habe Andesit gefunden. Andesit, alles mitnehmen. Alles, was du findest. Ja, einfach zum Zünd kommen. Da ist alles Andesit.
Ich habe auch Diorit gefunden vorhin im Wasser, aber das wollte ich nicht abbauen. Diorit kannst du aber bitte auch immer mitnehmen, daraus können wir auch Andesit machen. Echt? Ja, du kannst mit Diorit und Cobblestone Andesit machen. Ist das gar nicht. Ist das aber von der Mod oder von Minecraft? Es ist von Minecraft tatsächlich. Echt? Warum weißt du solche Dinge? Weil man Andesit sonst niemals braucht. Guter Punkt. Sehr guter Punkt, ja. Ist genauso wie mit Kupfer. Brauchst du in normalen Minecraft nie. Ja. Wir brauchen jetzt aber auch nicht wirklich Kupfer. Doch. Hey? Wir werden später mit... Hol ich das mal auch ab. Wenn du mal auf E gehst, siehst du diese ganzen Fluid-Dinger. Oh ja. Und damit kannst du... den Kraken mega gut erwachen. Mit Steam-Engines und so weiter arbeiten. Da bekommst du so viel Energie raus. Das ist abnormal. Mhm. Also Fluid Tank, wenn du da mal auf Weg drückst, kannst du es dir anschauen, wie das funktioniert. Das ist einfach insane, was du da alles an Energie rauskriegen kannst. So. Alter, okay, ja, ich seh's. Oh, meine Zuschauer hier, Alter, guck, ich muss sie mal angucken hier. Sind die normal? Alright. Ich bin sehr gespannt. Das war jetzt mal wieder eine sehr komplexe und schwere Anfangsphase. Alter, hier ist ja alles. Das ist ja Traum hier. Ich habe jetzt schon ein Steak. Andesite? Ja. Werden wir auch brauchen. Ja, denke ich mir. Die richtige Adern hier. Sehr gut. Hört ja auch nicht auf. Das so einmal ab. Eisfläche schon erreicht? Ich brauche jetzt nur noch einmal Eisen, dann können wir uns eine Eisenspitzhacke machen. Andesite! Traum. Mann. 9 Uhr morgens, ich werde schon hier geärgert, Alter. Gar nichts gemalt. Nur eine Bier getrunken. Manche Hintergrundzeug zu diesem Meme mit dem Bier getrunken, übel sad. Oder was heißt sad? Halt irgendwie so. Ich habe in Erinnerung, ich habe mal ein Video dazu gesehen. Und das war irgendwie mit Rassismus oder so zu tun gehabt. Okay. Aber das weiß ich nicht. Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Also so tief bin ich jetzt in der Materie nicht drin. Ja, ich meine, dass der Dude halt von irgendeinem Random halt so ein Ballon neben sein Ohr in die Luft gejagt bekommen hat. Und ja, keine Ahnung. Okay. Muss ich mal nachgoogeln. Ja, Alter, das hört ja gar nicht auf, wenn anders sieht hier. Ich grabe hier höchstpersönlich die Höhle. Wird es ja vielleicht nur noch irgendwie Loot zwischendrin geil. Irgendwie so Eisen oder einfach gleich Diamanten auf Höhe. Was sind wir denn? 56 bestimmt. Ja, das Problem ist, du bekommst echtes Andesit nur, wenn du das durch 4 teilst. Also du hast jetzt vielleicht 64 Andesit, dann bekommst du Cobbled Andesite. Dann ich hab Cobbled Andesite schon. Dann bekommst du daraus 16 Andesit. Ah. Na gut, das wenn ist du dir mal das Andesit Programm Crafting Rezept anschaust, ist das nichts. Andesit. Also von den Andesit Alloys. Ja, ich will doch nur Eisen. So schlimm ist es doch nicht. Hast du eigentlich schon mal irgendwie geplant, jemals... Ich habe ja gesehen, du machst ja aktuell nur Minecraft. Hast du schon mal geplant, was anderes zu machen? Ja. Eine Idee war's? Ich hatte auch überlegt, Ark oder sowas zu machen mal. Ja. Hab ich dann aber gelassen, weil ich da jetzt so viel Content nicht hab draus gewinnen können. Ja, du hast sogar schon aufgenommen, oder was? Nee, ich hab's noch nicht aufgenommen. Oh, Eisen. Aber unter Wasser. Besser als nix. Ich meine, ich wollte immer mal Raft aufnehmen, aber ich spiel's immer eher nur privat, weil es sich so in die Länge zieht. Das ist auch eine geile Idee. Das ist eine geile Idee. Dann hatte ich noch Sons of the Forest, beziehungsweise The Forest. Also das ist halt immer doof, weil es halt einfach so unverschämt lange dauert, bis da irgendwas passiert. Und es ist so eher, diese Spiele basieren auf dem, was du machst und nicht auf dem, was das Game macht. Ja. Gut, es ist dasselbe wie mit Minecraft, aber in Minecraft kann man wenigstens noch irgendwas rausziehen. Und Sons of the Forest ist halt wirklich, you gotta do the content. Und vor allem, wenn man alleine ist, echt schwierig. Ich habe den Eurotruck habe ich noch ein bisschen aufgenommen gehabt mit mit Lukas, kennen meine Zuschauer.
Wobei jetzt ja Fluffy Trace, heißt ja nicht mehr Eino. Sorry, Lukas, ja, nicht schlagen. Und das war dann so ein bisschen als, wie so Podcast eigentlich. Wir haben uns da immer Themen vorher aufgeschrieben und haben da einfach getalkt, weil da passiert ja noch weniger. Mhm. Das war auch ganz cool. Dann habe ich Fernbus irgendwann mal privat gespielt mit Lukas, beziehungsweise der Bass. Ja, und dann hat sich das ergeben. Träumchen! Ich bin immer noch am Seed abbauen. Ich habe jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4 Stacks. Sehr gut. Das macht sogar schon ein Stack normales Seed. Träumchen. Soll ich dir gleich dann umcraften in normales? Ja, kannst du direkt machen. Traum. Spare ich mir Inventory Space. Direkt im Handwerk. Brauchst das halt. Will ich auch in Relief kriegen. Das ist schon wieder Nacht. Ich baue die ganze Zeit hier nur ab, Alter. Die Krise. Dann machen wir doch direkt die ersten Lois. Man bekommt nur ein Aloy. Oh, das ist heftig. Okay. Was ist jetzt Priorität? Bambus. Eindeutig Bambus. Och, der Philipp. Das muss auch mal irgendwo Stein herholen. Warte. Oh. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Na ja, gut. Musste passieren. Brauchen wir schwarzen Farbstoff? Oh Mann. Oh, Diorit. Jetzt nicht so direkt, nee, eigentlich nicht. Ja, ich habe nämlich Fackeln gecraftet. Und das Game dachte sich so, ey, du hast noch 44 Kohle, mach mal Farbstoff drauf. RIP Kohle. Geil. Ja gut, gut, das gucken wir dann irgendwann mal, was wir daraus machen. Lass mich doch zurückcraften, mein Gott. Mann. Warum kann man denn aus Kohle schwarze Farbstoff machen? Wir können Kohle. Nee, kann man nicht. Oh, Mann. Danke, Spiel. Kuss geht raus. Wir färben unsere Wände schwarz mit Wolle. Weil wir ganz sicher auch so viel Wolle bekommen. Oh ja. Wir können später dann voll die insane Baumfarm bauen. Können wir machen, ja. Und zwar eine richtig geile, so eine mit ganz automatisch und so. Die es dann alles in eine Kiste so macht und so. Gerade beim Thema automatisch. Ich hatte in einem privaten Minecraft-Projekt mit Grüße gehen an Joel. Da hatten wir einfach so ein Minecraft-Projekt aufgesetzt und da hatte ich so ein einfach AFK-Fischfarm. Aber sowas kann man mittlerweile einfach fast nicht mehr bauen. Also ich verstehe nicht, warum Mojang das nicht mag. Verweigern sie sich gegen. Ja. Die haben das ultra schwer gemacht. Oh, Eisen. Oh, Lapis. Lapis Lazuli, ja. Ich check halt nicht, warum, weil ich finde, ist irgendwie dennoch cool. So einfach, ich habe jetzt keinen Bock, 4 Stunden lang mich ans Meer zu setzen und da zu farmen. Ja. Dann baue ich mir lieber so eine automatische Farm, gehe eine halbe Stunde essen, komme zurück und habe ein paar Bücher, womit ich was anfangen kann. Aber Mojang hat da wohl eine andere Ansicht. Ja. Weiß nicht, hast du das mal angeguckt, was du jetzt mittlerweile bauen musst? Du musst ja riesige Anlagen bauen. Ja, 5x5 und 5 tief musst du mindestens bauen, damit du die ganzen Treasures rausbekommst. Und das ist halt eigentlich für den Otto-Normalverbraucher einfach nur beknackt. Ja, vor allem hol dir erstmal den ganzen Stuff zusammen. Eben. Es war ja schon vorher kacke, weil du hast ja vorher diesen Notenblock gebraucht. Das war ja schon nervig, den zu kriegen. Aber nicht so schwer. Du hast einfach einen Notenblock, einen Block Wasser, eine Falltür und eine Pressure Plate gehabt. Mehr war es eigentlich fast schon nicht. Ja. Aber ja, gut. Geschichte ist das Zeug. Eins, was ich mich schon immer gefragt habe, zum Thema Minecraft, das war, Minecraft wurde verkauft von Notch an Mojang. Wissen wir alle. Was wäre passiert, mit Minecraft hätte er es nicht gemacht. Also klar, es wäre groß geworden, es wäre schon damals ein Hit. Und eines der meistverkauftesten Games, bis dann Mojang gekauft hat. Ich glaube, dann wurde es erst zum meistverkauftesten Game aller Zeiten. Immer noch, glaube ich. Aber was hätte Mojang, Notch vorgehabt mit Minecraft? Im Gegensatz zu Mojang. Das hätte ich mal gerne gesehen, aber da muss man parallel Universum reisen. Ja. Tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Da habe ich mich schon
gefühlt stundenlang drüber unterhalten, weil man hat so kleine Listen gefunden von Notch, was er vorhatte. Und der wollte Minecraft gar nicht so geile... machen. Ja. Wär das wäre mal eine geile Videoidee. Laden wir Notch darüber ein. Mal zu. Genau. Notch, reden Sie, was würden Sie gerne machen? Was hätten Sie mit Minecraft gemacht, hätten Sie es nicht verkauft? Und Notch so, ich habe meine Milliarden bekommen, lass mal in Ruhe. Er hat natürlich auch einen sächsischen genau. Akzent, das wissen wir alle. Lass mich in Ruhe hier, Junge, ich hab's verkauft. Sich ab. Ich bin hier für den Gratis-Kaffee. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich find's krass eigentlich, so... Es war ja damals ein 16x16-Pixel-Spiel. Und das ist so steil gegangen. Meistverkaufte Spiele, das ist jetzt viel erwartet, keine Ahnung, so ein GTA-Game, sag ich mal, von dieser Grafik her und vom Aufbau her. Aber Minecraft, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, komisch, dass das meistverkauft ist. Aber, ja, was halt, denke ich mal, zugunsten ist von Minecraft, damals zumindest noch zu 1.8, mittlerweile nicht mehr, weil Mojang einen an der Waffel hat, lief es halt auf allen Systemen, egal ob PlayStation, Xbox, 360, PlayStation 2, 3 war es schon drinne. Generell Java Edition war immer gut. Wobei eins, was mich immer genervt hat, und ist auch immer noch so, ist dennoch diese Bedrock Edition. Ich weiß nicht, ob du die mal gespielt hast, weil die kriegt man ja gratis dazu. Ich habe die Bedrock Edition auf dem Handy, auf dem PC, an der Switch. Wenn du ganz kurz den Chat öffnest, siehst du vielleicht ein Advancement, das ich gemacht habe. Ja. Und das heißt, ich habe unser erstes Kraftwerk gebaut. Echt? Ich sehe da gar nichts. Ich sehe nur zu viel Eisen im Blut als letztes. Der baut einfach schon unser Kraftwerk. Ehrlich? Krass, ja. Es gibt da kein Advancement. Wie kacke ist das denn? Also ich würde vorschlagen, wir fahren zur Motorstelle nach Hause. Und reden mal mit ihm. Ja. Warum haben sie da kein Achievement hinzugefügt? So. Ja. Hä? Achso, ich wollte gerade anders sieht mit... Och, ich bin ein smarter Mensch. So, wir gehen jetzt einmal kurz raus. Ich habe ja jeden Waypoint, aber ich würde nochmal irgendwas zu essen oder so wollen. Was ist das hier eigentlich? Asurin. Das war auch keine Ahnung. Was interessant an. Hier ist ein Baum auf der gesamten Landschaft. Das ist ja wunderbar. Oh, den nehmen wir jetzt auch noch. Komm her. Und tot. Traum. Kleine süße Fischis. Die schmecken alle gut. So, und dann haben wir noch einen. Und zack. Wunderbar. Muss doch irgendwo so ein Igloo sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich privat spiele, finde ich immer mehr Igloos als Eis. Wenn ich einmal Igloos finde, finde ich nichts. Okay. Ist ja wunderbar. So. Brauchen wir Ausrin oder Ausrin oder was auch immer das weiß? Hab ich ihn gefunden gehabt? Das ist auch beim Zink. So ein dunkler, schwarzer Block. Ja, nimm mit. Alright. Haben wir hier Eisen drin oder so? Nee. Ja, fand ich mal wieder zurück. Hab ein bisschen Essen besorgt für mich selber. Bist du wieder da oder noch nicht? Oder brauchst du noch? 40 Meter bin ich wieder beim Zink. Und hoppala. Ich kann es halt, glaube ich, auch nicht abbauen. Das ist, heißt Ausurin. Doch, kann ich. Okay. Glaube ich. Was kann das? Dann gehen wir mal hier. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das hat irgendwas mit Kristallen und so weiter zu tun. Du kannst nämlich theoretisch auch ganze Bahnstationen und Bahngleise bauen. Also... Ah nee, das ist tatsächlich nur um zu bauen. Ah, okay, dann ist das nicht das, was ich dachte. Okay, dann kannst du noch stehen lassen. So. Ja, ich hab's aber gesehen mit Bahnstationen und sowas, das ist ja echt krass. Alter, ich hab hier wirklich schon eine halbe Höhle gebaut, Junge. Das sieht wirklich jetzt Minecraft generiert. Thema okay. Höhlen. Hast du die neuen Minecraft-Versionen mal gespielt mit den, also hier ist es ja auch schon, glaube ich, drin, aber so die neuen Minecraft-Höhlen, wie findest du die? Ich finde die mega, halt. Ganz ehrlich. Ich muss sagen, als es halt zum ersten Mal kam, das Undersea-Zeitalter, aha. Ja.
als es ganz original rauskam, fand ich die ganz ehrlich kacke, weil ich bin da einmal durch was durchgefallen und war dann erstmal 2000 Blöcke weiter unten. Ich finde es auch immer noch ein bisschen unglücklich, dass man dass man nicht wirklich diese alten Höhlen mehr findet, weil das finde ich hat auch immer was gehabt. Ja. Weil diese neuen Höhlen, die sind halt so riesig. Du gehst da einmal rein, also beziehungsweise baust dich da außen rum, suchst die Höhle und bis du die gefunden hast, sind da 12.000 Skelette drin. Das finde ich ein bisschen unglücklich, aber definitiv cool. So wie die Weltgeneration sowas. Erwartet, dass die Welten jetzt viel smoother sind. Da muss man Young mal Props geben. Ja. Aber Videoidee, Notch, absolut nicht dabei. Das ist extrem aufwendige Folge. Du müsstest ihn ja erstmal finden. Niemand weiß ja, wo er ist. Echt? Ist er nicht einfach nur in seiner Villa? Niemand weiß, wo seine Villa steht. Steht die Villa nicht? Er hat theoretisch einen Wohnsitz, aber dieser Wohnsitz, da findet man ihn tatsächlich nicht. Es gibt doch kein Land, das sagt, er zahlt Steuern bei uns. Also entweder sie sagen es einfach nicht oder er lebt einfach irgendwo und zahlt keine Steuern. Das Finanzamt in Deutschland hebt gerade die Augenbrauen. Ja. Bitte? Keine Steuern? Wir swatten den Typen. Ich weiß es tatsächlich. Also man weiß ja auch nicht, wo er. Eisen. Ich wollte zum ersten Mal Zink ab. Wunderbar. Alter, das hört ja gar nicht auf, wenn man das sieht. Ich habe jetzt 2 Stacks normales. Andesit, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Da bekommen wir circa ein Stack Alois raus. Nur so als kleiner Vorgeschmack. Mhm. Für den Bohrer brauchen wir 75 Drills. Also nur für die Drills, nur für den Bohrkopf vorne. 75 Drills. Den Drill braucht. Warte, wo ist er? Da ist er. Ein Drill braucht 3 Andesite Alois. Plus ein Andesite Casing. Heißt, ein Drill braucht 4 Andesite Alloys. Aus 2 normalem Andesite nimmst du ein Andesite Alloy mit Zink bzw. Eisennuggets. Heilige Mutter Maria, okay. Ja, bis wir es also machen, habe ich es schon wieder vergessen. Also, das sind einfach mal 75 mal 4 Andesite Alloys mal 2, damit du auf Andesite kommst. Hm. Das ist ja wunderbar. Das ist zu viel, sagen wir es mal so. Man braucht mal eben knapp 600 Andesite. Nur für den Bohrkopf vorne. Da haben wir noch keine Chassis, noch keinen Motor, noch gar nichts gebaut für. So, jetzt ist mir gerade ziemlich die scheiß Eisenspitzhacke. So viel Dreck in meinem Inventar. Gibt's hier Backpack, Rucksack, Backpack? Ja, klar gibt's das. Oh ja. Also, ja, es gibt's in vielerlei Ausführungen. Eine Schere und... Ah, ne, hier. Herr Goldbarren, ja, danke für gar nichts. Ich bin gespannt, wo wir die hier dann rauskommen. Hast du ein Wunschbiom für unsere Base? Nicht wirklich, ne. Sehr gut, sind wir auf derselben Seite des Buchs. Ey, das hört nicht auf hier. Die Adern sind ja riesig. Wenn wir irgendwann mal hinkommen und die Waypoints ich dann deleted habe, denke ich, hier ist eine riesige Höhle gewesen. Aber no joke, das ist ja riesig hier, weil ich schon abgebaut habe. Krass. Ich schau mal einfach ein bisschen. Oh nö, Kelp. Also ja, das ist ganz viel Spaß. Wobei, haben wir einen. Haben wir einen Menge. Was voll. Ey, du dämliche Spinne, wo bist du? Ich schlag dir den Kopf ein, Alter, komm hierher. Oh, Mechanical Belts werden noch richtig lustig. Ich habe jetzt ein Stack normales an das Seed. Sollen wir den ganzen Trash hier wegwerfen? Eier brauche ich nicht. Duck Egg, hau mir ab. Ich hab Stöcker weggeworfen. Ich bin eine Legende. Ich bin gerade am überlegen, wie viel Content ich schon hab. Den ich dann auch hochlade. Wobei, das ganze Gelaber könnte man eigentlich auch hochladen. Ja, depends. Was zum? Was war das denn? Ich bin gerade 2 Kilometer geflogen. Ich bin fast tot. Das wird ein Clip. Was war das denn? Ah, hier ist ein Boss. Oh oh. Ein Boss. Oh oh. Ja, diese Spinne wirft mich 20 Blöcke, oh oh. Versuch dich hochzubauen und über die Minimap kannst du dich teleportieren. Lauf. Hey, was ist das denn? Snowy Creeper, ja genau, erstmal stehen bleiben, Philipp, beim Snowy Creeper.
Das habe ich auch noch nicht gesagt. Die ist unsichtbar, die Spinne. Die wirft mich einfach. Alter, hallo! Okay. Vielleicht komme ich da wieder rein und baue mich einfach zu, weil eigentlich will ich ungern diese Ente an. Aufgeben, aber es wird, glaube ich, besser sein. Oh oh. Ja, Träumchen. Du weißt, dass du dich mit der Minimap teleportieren kannst. Ja, ja. Okay, passt. Ich brenne. Warum brenne ich jetzt? Ich bin im Eisbiom, warum brenne ich? Folgt ihr mir so gut, oder was? Wo bist denn du eigentlich? Ich bin in der Base und chill hier ein bisschen auf 3 Herzen. Ja, ja. Ich bin wieder regeneriert, nur Scheiße, ich habe jetzt einen Haufen Zeug da unten noch. Ich hab halt noch einen vollen Ofen. Ja gut. Aha, so geht das. Lustig. Ich habe mich gerade in den Server-Einstellungen gesehen, ich kann mich heilen und füttern. Oh mein Gott, Alter! Hey, Essen. Was war das gerade für ein Creeper? Wir müssen zum Schönheitschirurgen. Alter. Junge, habe ich mich jetzt gerade. Alter. Steht da plötzlich ein Creeper neben dem Schaf. Aber ich sehe gerade, der Server, der läuft smooth. Also wir haben 64% Auslastung. Ja gut, wobei das ja schon relativ viel ist. Die Frage ist, wie der Server reagiert, wenn du erstmal anfängst mit den Maschinen. Die sind des Great Life Modpacks für Server gedacht. Das ist recht lag-freundlich. Aber das ist echt ein sehr guter Point. Vor allem, wenn die Maschinen in Spawn-Chunks stehen und wir beide abhauen. Mhm. Irgendwo hin und laufen und Chunks laden und so weiter. Wie es dann noch läuft, werden wir sehen. Ja, ich sag's mal so, Randnotiz, wie ich schon vorhin gesagt habe, je nachdem, wenn es gar nicht läuft, dann hauen wir es einfach auf meinen Server, weil ich habe einen mit extrem guter Leistung. Deshalb läuft ja auch gerade beispielsweise TeamSpeak hier drauf. Auch noch 150 Meter bin ich wieder da. Muss eigentlich überall, wo ich sein, hier irgendwas rumrennen? Ich hab gar nicht lesen können, was für ein Boss das war. Ich habe immer nur oben die Bossleiste gesehen und bin erstmal abgehauen. Und ja klar, okay. Wir sind beim Spawn, sind erstmal 700.000. Aua. Aua, Teil 3. Aua. Hallo. Bist du das? Ja. Good day. Guten Tag. Das wäre vielleicht gut, dass wir das zumachen. Ja. Komm. So. Der Philipp ist wieder zurückgekommen und hat sehr viel Andesit hoffentlich mit. Kannst du mir das ganze Andesit mal droppen? Ja, kann ich natürlich tun. Ich bin auf dem Weg nur fast 3-mal gestorben, als Randnotiz. Hab vom Boss in die Schlitzfresse bekommen, hat sehr Spaß gemacht. Wenn es Tag ist, kann ich dir dann gleich mal was zeigen. Zum Thema Sterben. Sehr cool, du hast uns. Boah, sehr geil. Wahrscheinlich, dass man so eine Leiche hat, ne? Ja, knapp, dem ist auch vorbei. Ich würde das Raw Zink mitnehmen. Das muss ach, aber ich habe das wichtigste Item für uns. Aura. Ja. Eindeutig. Es gibt davon. Kein wichtigeres. Du hast ein Duck Egg. Ich hab sogar 4. Interesting. Ich weiß auch nicht woher. Ich hab auch noch. Ey, guck mal. Alter. Ich hab 3 Eier geworfen, was? Woher kommen jetzt so viele? Das ist Create, glaube ich. Hä, guck mal. Schau mal hier. Was hat er vor? Seh nur ich das? Geil. Erstmal in die Wand. Hä? Ach so, weil er unten ist und dann. Ah, okay. Okay, ich kann jetzt noch 5 Alloys machen. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich insgesamt 6 Alloys. Und dann zeige ich dir gleich mal unser Kraftwerk. Granit. So. Kraft. Aus einem Zink-Ingot. Wie viele Nuggets? Ich bekomme 9 Nuggets aus einem Zink-Ingot. Wie geil. Das ist ja was wie ein Barbie-Kindertraum hier. Ja, fast. 36 heißt, wir können noch mal weitere Alloys machen. Es ist so gut. Das wird bestimmt gut sein, was hier gerade passiert ist.
Oh, 22 Alois, es ist so gut. Ich hoffe, da unten steht nichts Allergisches auf Wasser. Philipp, kommst du einmal ganz kurz an die Oberfläche? Ja. Auch wenn du es ja in Real Life selten tust. So mit deinem Gaming-Bunker und so. Sind doch alle Influencer so, gell? Ja, immer, natürlich. Es ist tatsächlich wirklich so, ich bin... Sag mal! Ich erzähl dir gerade was, Mann. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? So. Ja, also ich bin tatsächlich relativ wenig draußen, aber wenn, dann bin ich lange draußen. Bin den ganzen Tag frei. So. Schon den Rahmen in der Hand, oder? So. Du kannst mir einmal folgen. Oder wollen wir zuerst was anderes testen? Wie du willst. Ich guck ganz. So. Ich muss kurz, dass ich alles mit hab, ist richtig. Und zwar zeige ich dir jetzt mal was. Oh. So. Ja. Jetzt kannst du einmal ganz kurz herkommen. Und wenn du jetzt runterschaust, das ist nämlich das Coole an der Mod, deine Items liegen nicht auf dem Boden, sondern die sind in dem Grabstein. Das und der Grabstein, cool, die spawnt doch nicht. Ja, okay, das finde ich cool gemacht. Ich hätte ein Modpack gespielt, das hatte das geregelt mit Leichen. Das gibt's auch, es ist eigentlich das gleiche Prinzip. Ja. So, dann bin ich gerade ins Wasser gefallen. Jetzt habe ich mir schon mal Essen gespart, das finde ich gut. Ist tatsächlich ein Way. So, und du kannst gerade mal... Dieser Wald ist so laut. Siehst du mich? Ja, hinter dir. Ah, sehr cool. Da unten siehst du zwei Zahnräder. Oha. Mhm. Zack. Ich mache jetzt noch schnell ein, zwei Übersetzungen und so weiter. Ich schau mal doch mal gespannt zu, was er hier craftet. Ja, stimmt, man sieht es ja. Eigentlich habe ich Bock, wieder zurück zum Zink zu gehen, aber ich habe keinen Bock, in den Boss zu sterben. Stark. Okay. In den Videos von den anderen Leuten sieht es immer einfacher aus, sowas zu bauen. Ja, denke ich mir. Auch ein Weg, sich rauszureden. So. Oh. Oh. Nein, hab nicht vergessen, dass es Luftblasen gibt. Nein, nein. Garantiert nicht. Du würdest das doch niemals vergessen. Nee, ich bin der schlauste Minecraft-Spieler der Welt. Und jetzt können wir hier alles anschließen, was wir brauchen. Atomkraft? Oh oh. Kommt später. Uha. Das ist mein Fachgebiet. Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob Atomkraft kommt, aber Dampfkraft werden wir auf jeden Fall noch haben. Ui, das finde ich auch gut. Ist es via Kohle oder? Via Blazeburner. Oh. Ja, via Kohle wär Deutschland direkt da. Okay, so. Was können wir denn als erstes machen? Als erstes würden wir eine Mechanical Press brauchen. Dafür brauchen wir einen Eisenblock, einen Shaft und einen Enderset Casing. Mhm. Philipp, hast du einen Eisenblock spare? Einfach so mal übrig, so nebenbei. Ja, immer. Ich habe ganzen Stack Eisenblöcke. Nee, leider nicht. Okay, haben wir genug Eisen für einen Eisenblock? Nein. Ich habe 3. Okay, dann, meine Damen und Herren, ist das Ziel für die nächste Folge, ja, einen Eisenblock und damit eine Mechanical Press zu machen. Genau, das ist das nächste Ziel. Oh, das Ziel für die nächste Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch so für Ideen habt, falls ihr welche habt. Und macht mich bitte jetzt einmal ganz kurz tot fürs Ende des Videos. Yippie! Damit macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao, ciao.